Es ist schön, wenn wir gemeinsam einen Dienst haben. Wir haben ein gemeinsames Miteinander und Herr Jesus will auch, dass wir miteinander leben, miteinander auch das Werk Gottes bauen und nicht den anderen es überlassen. Nun, das Wort Gottes heute Morgen möchte ich gerne mit uns teilen aus 2. Könige Kapitel 4, Vers 16 und 17. 2. Könige Kapitel 4, 16 und 17. Und er sprach, um diese Zeit, über ein Jahr soll's ein Sohn herzen. Sie sprach, ach nicht, mein Herr, du Mann Gottes, lüge deiner Magd nicht. Und die Frau ward schwanger und gebar einen Sohn um dieselbe Zeit über ein Jahr, wie ihr Elisa gesagt hatte. Die Irmgard weiß nicht, was ich predige. Ich wusste nicht, was sie zu sagen hat. Wieder Elia oder Elisa. Und da sehen wir noch etwas. Sie sprach von Kindern, von Nachwuchs. Auch hier ist etwas vom Nachwuchs. Und das hat man im Gebet heute Morgen gehört. Herr Jesus, errette unsere Kinder. Ich muss mich ab und zu mal daran erinnern, als ich noch klein war und wollte von Versammlung, Gottesdienst ja nichts wissen. Wir hatten Hauskreis bei uns und die Leute kamen, aber ich bin in mein Zimmer gegangen, die Tür zugeschlossen und habe mir Kriminalstories angehört. Und da drüben höre ich die Eltern beten für mich. Sie wollten, dass ich doch auch zum Gottesdienst komme. Aber ich war so klug, dass ich sagte, wenn ich mal 80 bin, dann bete ich schnell das Vater unser, Walter, was denkst du jetzt? Und dann wird der Heiland sich freuen, nicht? Falsch gedacht, aber der Jesus hat mich schneller eingeholt, wie ich ihm davonlaufen konnte. Wir brauchen Jesus, ohne ihn können wir gar nichts tun. Nun, diese Frau hier ist eine wunderbare Frau, sie war nicht arm, hat ein reicher Mann viel Vermögen, aber irgendwie war sie angetan von einem Mann Gottes, wie wir schon gehört haben. Und dieser Mann Gottes kam und hat bei ihr ein- und ausgehen dürfen. Und sie wurde herzlich, hat sie den Mann aufgenommen und sagt zu ihrem Mann, weißt du, das ist ein heiliger Mann. Das ist ein Mann Gottes. Und Irmgard hatte schon erwähnt, wie wichtig es ist, dass ein Mann Gottes geachtet und auch geliebt wird und nicht über ihn herziehen. Ich bin lang genug, darf ich sagen, in dem Geschäft, um zu hören, was die Leute alles über Diener Gottes sagen. Nicht, weil ich es bin, aber die Bibel sagt es. Dass ein Mann Gottes ist doppelter Ehre wert. Sonst können wir gleich im Garten bleiben und aufs Feld gehen und uns eigene Sachen verrichten. Aber wir brauchen den Mann Gottes, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Er will, dass es uns wohl geht. Und jetzt kommt hier der Mann Gottes und sagt zu dieser Sunamitin, was fehlt dir? Du bist so gut zu uns. Hast uns ein schönes Zimmer da gemacht und hast reingestellt Tisch und Leuchter und Stuhl und dein Bett. Was kann ich für dich tun? Sagt sie gar nichts. Aber der Gehasi, ihr kennt doch den Ausdruck, der war nasenweiß. Der hat alles ausgefunden, da gibt ja Leute, die kommen nur mal durchs Haus gehen, die wissen sofort Bescheid. Und der Gehasi sagte, weißt du, sie hat kein Kind. Und jetzt sagt er zu ihr, Sunamitin, du hast keine Kinder, wie ich sehe, ich gebe dir etwas für das nächste Jahr. Und zwar werde ich das Wort sprechen. In einem Jahr hast du ein Sohn. Und sie sagte, Mann Gottes, lüge deiner Magd nicht. Wisst ihr, Lieben, wie oft sind wir im Gottesdienst? Jetzt will ich beide Seiten beleuchten. Dass du manchmal eine Predigt hörst und denkst, der lügt doch, das kann doch nicht Wahrheit sein.
wie wir es da gehört haben bei der Hanna. Was macht sie denn? Nein, sie hatte Not, sie hatte Bedenken, sie braucht etwas, um ihr Innerstes zu stillen. Und ihr Lieben, wenn wir nicht innerlich gestillt werden, sind wir unglücklich, sogar auf Tod unglücklich. Und wie oft kann man sehen, dass die Eltern auf Tod unglücklich sind, weil ihre Kinder nicht von Jesus wissen wollen. Und jetzt kommen die Eltern und sagen, wozu das alles? Lass den Mann, lass ihn, ich brauche ihn nicht, denn wir sind doch reich genug, wir haben alles. Aber die Frau sagte, er hat doch was gesagt. Ob das jetzt stimmt, ich habe zwar nicht gebeten, wir warten ab, wollen abwarten, was in einem Jahr sein wird. Können wir einem was Glauben schenken? Aber das war hier nicht so. Und da sehen wir also diese Synamitin, sie sagte, man Gottes, nein, 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 wir sind doch glücklich, wir haben. Oftmals geben wir zu, wir sind, aber sind es im Grunde nicht. Dieser Herzenswunsch kann nur einer stillen, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und wir sehen das gesprochene Wort, das gibt Leben oder es bringt auch den Tod hervor. Viele wissen gar nicht, welche eine Kraft hinter einem gesprochenen Wort Gottes ist. Ich sage nicht etwas Gelerntes, sondern Erlebtes. Ich hatte genug in Brasilien mit Menschen zu tun, die Worte gemacht und Leute verzaubert haben. Und ich kann dir sagen, in einem Jahr waren junge Menschen verzaubert worden und starben. Weg. Keiner konnte sie erretten, nicht mal ein Doktor konnte sie heilen. Sie waren unter einem Bann. Ihr Lieben, viele Menschen sind unter einem Bann wegen der Sünde. Denn die Sünde ist der Leute Verderben. Wir müssen uns neu orientieren. Was sagt das Wort? Und wenn wir das Wort beachten, dann kann ich auch im Wort sprechen und es soll geschehen. Natürlich, diese Synamitin, sie war glücklich, jetzt kam die Zeit, sie hat einen Sohn. Der Sohn wuchs, ging mit dem Vater aufs Land, bekam einen Sonnenstich, er schickt nach Hause, geh zu deiner Mutter. Die Mutter hat mehr Geduld als ich, ich muss arbeiten. Wir kennen diese geschäftliche Angelegenheit. Aber dieser kleine Junge starb auf dem Schoß seiner Mutter. Ich möchte euch heute Morgen Glauben zuströmen lassen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Halleluja. Ich kann dir sagen, unsere Kirchen sind heute mehr gottlos als gottesfürchtig. Ich sagte, warum? Ich kam wieder nach Deutschland zurück und mit einigen Kameraden, Brüdern, mit denen ich zusammen war, haben sie mich mal vorgenommen. Hermann, wie betest du denn eigentlich mit den Kranken? Die haben irgendwann ihr Buch gelesen. Und da sagen auch, ist das wahr, was du da geschrieben hast? Da ist so viel mehr, was sie sagen würden, ist nicht wahr. Es ist wahr. Und ich kann dir sagen, sie waren enttäuscht, weil es nicht so war, wie sie sich das eingebildet haben. Mann Gottes, Lüge deiner mag nicht. Wie schön ist es, wenn wir Gottes Kinder dem Herrn vertrauen und sagen, Herr, ich will deinen Willen tun. Ihr Lieben, wir müssen mal praktizieren, was das Wort Gottes sagt. Und wenn es sagt, wir sollen sprechen, sprechen wir. Gott hat doch die Welt geschaffen mit dem gesprochenen Wort. Das Wort soll nicht leer zurückkommen. Also wir dürfen es anwenden. Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Wohin? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist der Heilige Gottes. Wollt ihr mal etwas anderes hören? Nachdem ich um die halbe Welt gereist bin, kam ich in die USA. USA war ja immer ein Land, das Land der tausend Möglichkeiten. Und ich ging zu einer Zeltversammlung, das Zelt war so groß wie ein Fußballplatz, 10.000 Leute da drin. Und jetzt sagte der Pastor, heute will ich euch mal einen Bruder vorstellen.
und der Bruder kann mit einem Glasauge schauen. Was sagst du jetzt? Und damit du jetzt nicht vom Stuhl fällst, sagt er, nimm das Glasauge raus aus der Fassung und kann mit dem Loch im Kopf schauen. Dachte ich, das lasse ich mir nicht entgehen. Ich hatte meinen Kassettenspieler dabei, habe interviewt. Und er kann sehen, auch mit dem Loch im Auge, aber wie ist das passiert? Als Kind hat er das Auge beim Spielen verloren. Die Mutter hat geschrien, mein Gott, warum mein Kind? Es kann doch nicht gesündigt haben, dass er so strafen muss. Glasauge als Kind. Aber Gott hat ja seine Wege. Wisst ihr das schon? Seine Wege sind Herrlichkeitswege. Wenn wir sie immer wissen würden, würden wir gar nicht so handeln. Sie hat dann das Kind genommen, also zum Augenarzt und so weiter. Er sagt, es muss raus operiert werden. Es geht nicht anders. Gesagt, getan, er wurde operiert. Aber das Schöne ist, dass viele Gläubige in den USA einen kindlichen Glauben haben. In Brasilien auch so einen kindlichen Glauben, hier in Deutschland. Aber wie soll das zugehen? Das Kind ging dann auch in seine Zeltversammlung und da gingen die Leute zu Tausenden da durch und sie hat gebetet und gebetet, die Schwester, die da gepredigt hat. Und die Leute wurden geheilt praktisch am Fließband. Und jetzt kam der kleine Junge vor die Schwester, guckt ihn an. Kannst du auf dem Auge nicht sehen? Sagt er, nein. Im Namen Jesu, ich gebiete dir Auge, dass du siehst. Oh, ich kann sehen, ich kann. Natürlich, Jesus kann alles. Aber Schwester, das ist ein Glasauge. Die liebe Schwester wäre fast umgefallen. Vor Überraschung. Das ist ein Glasauge. Das ist kein normales. Nahm raus, ich kann auch mit dem Loch im Kopf sehen. Ich habe gesehen, da wurde getestet, dass die Zeitung geschrieben haben, sowas ist ein Phänomen, sowas kann man nicht erklären. Du kannst Gott nicht erklären, du musst an ihn glauben. Und wenn ich so die Leute sehe, oh, wenn es einen Gott gibt, weißt du, das macht die Keule, die Pferde wild, nicht wahr? Wenn es einen Gott gibt. Du, das ändert nicht an der Tatsache, dass du einmal vor Gott stehen wirst. Ob du willst oder nicht. Nur für manchen wird es ein schreckliches Ausgehen sein, wenn du Gott einfach ignorierst. Diese Schwester, Tsunamitin, sie wurde dann gefragt von dem Gehasi, wie geht es dir? Mir ist wohl. Wie geht es deinem Mann? Ihm geht's wohl. Und wie geht's deinem Sohn? Ihm geht's wohl, aber der lag doch im Zimmer von Elisa. War doch tot. Hat sie jetzt gelogen? Jetzt frage ich euch. Dankeschön. Wisst ihr, und das ist ja das Geheimnis der Gläubigen, die wiedergeboren sind. Hat geglaubt. Sie hat nicht den Tod angenommen, sondern sie sagte, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Fangt mal wieder an, den Herrn zu erleben. Wir brauchen Zeugnisse in der Gemeinde des Herrn, dass die Leute da draußen sehen, du, hier ist was zu bekommen, weil Jesus ist hier und er will sich in unserem Leben offenbaren. Deshalb, dir geschehe auch nach deinem Glauben. Sie hat den Tod nicht angenommen. Der Teufel will ja oft was uns abgeben und wir fangen uns auf und merken, wir haben was Verkehrtes angenommen. Lehn es ab im Namen Jesu. Ich will nicht Schlechtes haben, ich will das Gute, ein besseres Teil haben. Elisa, er konnte klar und deutlich den Kleinen zum Leben zurückholen, indem er sich auf ihn legte und 1, 2, 3, der Junge kam zu sich. Ich weiß, was es meint, einen toten Körper zu haben. Aber wenn das Kind wieder zum Leben kommt und hier Mami und Papa sich freuen,
ihr habt euren Sohn wieder. Ihr Lieben, lasst uns das behalten im Herzen. Jesus ist und bleibt derselbe, nicht nur gestern, auch nicht für die Zukunft, für die heutige Zeit. Wer ist Jesus? Deshalb habt Acht vor solchen, die die halbe Wahrheit predigen. Wir dürfen niemand nachlaufen, der nur von Gott, Gott, Gott redet, aber Jesus ignoriert. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Alle kommen zu Gott. Habe ich wieder was verkehrt gemacht? Niemand kann zu Gott kommen ohne Jesus. Und wenn ich so reinschaue, unser christliches Volk, ja, Jesus, no, das war ein guter Mensch, aber wir haben alle denselben Gott. Nein, und es gibt kein anderer Gott, als der Himmel und Erde gemacht hat. Und der auch dich geschaffen hat, und heute ist dein Tag zu sagen, Herr Jesus, nimm du mich an, weil ich glaube, ich gehöre dir und nicht den anderen. Und ich möchte in deinem Namen diese Sache durchschauen, Jesus ist und bleibt mein Freund. Da hat doch jemand von dem Wohl, was die Tsunamitin sagte, wie geht es dir? Wohl, wohl, wohl. Jemand machte ein Lied, mir ist wohl in dem Herrn. Und Irmgard hat zu Anfang auch was erwähnt, der Friede. Und das Lied fängt an, wenn Frieden mit Gott meine Seele erfüllt. Brauchst du den Frieden heute Morgen? Machen wir das ganz schlicht und einfach. Können wir von hier an sagen wie Paulus, ich vergesse, was da hinten ist. Da gibt es keinen Streit für heute, für morgen und für übermorgen. Dann haben wir Friede, Freude, Eierkuchen, Halleluja. Wir brauchen Friede mit Gott. Und er will Friede geben, weil nur so haben wir den Sieg. Weil ohne Frieden kommen wir nicht weit. Deshalb sage Herr Jesus, ich übergebe dir mein Herz und mein Leben. Jetzt die letzte Frage, die ich euch stellen werde. Und ich bitte euch, dieselbe zu beantworten für die Stille in deinem Herzen. Damit keine in Verlegenheit kommt. Und eine Unwahrheit sagt, bist du heute bereit, Jesus zu begegnen? Wenn Jesus jetzt käme, wärst du dabei, einzugehen in die himmlische Herrlichkeit? Oder sind da noch unaufgeräumte Dinge im Leben, die dich zurückhalten? Und du wirst anklopfen, Herr, tu mir auf. Ich kenne dich nicht. Ihr Lieben, es ist schrecklich, vor einer verschlossenen Türe zu stehen und kommt nicht hinein. Ich möchte jeden von euch heute Morgen neu überprüfen, sein eigenes Herz. Bin ich bereit? Sage dir selber ja oder nein, wie auch immer, aber Herr, mach du mich bereit. Ich will dabei sein. Wollt ihr dabei sein? Darf ich für euch beten? Ich will nicht da hinten bleiben. Mach mir die Türe auf. Wenn ich jetzt bete, gib du dein Leben Jesus. Brauchst nicht von mir die Hand berühren. Berühr du die Hand Jesu. Das habe ich in Brasilien immer gesagt. Jesus geht durch die Reihe. Und so wie eine Frau, 12 Jahre krank, wenn ich nur den Saum seines Kleides berühre. Nur den Saum seines Kleides. Und was geschah? Sie war auf der Stelle geheilt. Glaubst du heute noch an Heilung? Brauchst du Heilung? Wer braucht Heilung heute? Fast die ganze Gemeinde. Das freut mich, wenn wir ehrlich sind. Und jetzt möchte ich im Glauben mit euch für euch bitten und beten. Weil ich weiß, zu sehen, wenn Leute aufstehen aus dem Rollstuhl oder von der Krücke los, geheilt auf der Stelle. Jesus ist derselbe. Er will, und auch eure Gemeinde braucht eine Erneuerung nach Geist, nach Seele.
und Leib. Wenn du das so gemeint hast, hebe deine Hände und ich will gerade jetzt für euch alle beten. Der Heiland kennt eure Namen, eure Schmerzen, euer Problem. Und sag, Herr Jesus, ich will jetzt dich berühren und du heile mich. Herr Jesus, wie wunderbar ist es, wenn wir nach deinem Worte handeln, weil du uns einlädst und sagst, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, Halleluja. Und deshalb wollen wir ablegen, was nichts taugt von Krankheit, von Problemen und auch von Sünde. Herr Jesus, dass dein Blut uns reinigt, uns heiligt und dein Blut uns zubereitet, dass wir wiedergeboren sind in deinem herrlichen Namen, Jesu, Halleluja. Denn du hast für uns alles ans Kreuz getragen und du bist auch auferstanden von den Toten. Und so haben wir das Zeugnis deines Heiligen Geistes, dass wir Gottes Kinder sind. Herr Jesus, mach aus jedem von uns ein neues Gotteskind und ich rufe, o Herr, dass du etwas bewirkst. Und auch jetzt bitte ich dich ganz besonders auch für Erika. Sie rechnet mit dir und ich auch. Und wir alle rechnen mit deiner Unterstützung. Und segne auch ihren lieben Mann Klaus, auch dass er dich erleben darf als dein Kind. Ja, segne sie zusammen, auf dass auch ihr Haus ein Haus des Gebets sei. Und all unsere Geschwister, die noch ungläubige Verwandte haben, Herr Jesus, wirke du, mache frei und bring sie herzu. Das ist ein Haus der Freude, dass man sagen kann, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Herr Jesus, gelobt seist du jetzt und alle Zeit. Amen.